Da sind wir wieder bei Pepe Mare 2, die Legende von Meontor. Und im letzten Part, kurz mal das Mikrofon näher ranschieben und ins Wasser fallen, haben wir hier die Katakomben weiter erforscht. Und in diesem Part machen wir damit weiter. Wir haben im letzten Part schon hier 4 Insignien gefunden und einen neuen Gegner und so weiter und so fort. Bevor ich weiter nach unten gehe auf der westlichen Seite, möchte ich hier noch einmal kurz hin, denn hier gibt es noch... Gibt es auch noch etwas zu holen und das ist nicht die Röhre und auch nicht... Oh shit, das ist sehr gefährlich hier. Hier ist noch ein Sternsplitter, gut. Das war mir gerade ein bisschen auffällig. So, erstmal müssen wir dich besiegen und da habt ihr schon einen Felsen gesehen, den wir nur mit unserem Hammer kaputt machen können. Und warum hier ein Cooper ist, keine Ahnung, den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Den machen wir jetzt schon so fertig. Wir müssen ihn deshalb besiegen, weil wir ja hier hoch müssen. Am X, das ist schon so auffällig. Und da müssen wir das hier einsetzen. Oh, und sogar stylisch im Rückwärtsgang. Das ist eine Röhre, die, ja, ist wichtig. Und ein Sparblüte-B-P-Orden, nicht B. So, den Stein zerstöre ich mal nicht. weil, sagen wir mal, doch, das kann ich eigentlich sagen, das ist das 7. Kapitel. Das ist auch eine einfache Röhre. Und dann... Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, wo es da rechts weitergeht, aber ich hoffe einfach mal... Nein, das kann eigentlich nicht sein. Naja, ich habe jetzt keine Wahl. Ich muss hier eh überall hin. Nein, das ist der Duellkerker. Okay. Dann haben wir tatsächlich alles erforscht, soweit. Bis auf den... Ja, Duellkerker, könnte man sagen. Und da dieser rechte Weg. Aber dann setzen wir schon mal das Sterneweh ein. Dann werden wir nach oben teleportiert. Wo finden wir das letzte Sternjuwel? Ah, der Mond. Da wo Peach ist. Die Krusion haben ja das Sternjuwel. Und das Sternjuwel ist somit auf dem Mond, weil die Krusion dort sind. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Wir waren auch sonst schon überall, bis auf den Mond. Und da ist noch ein Eisgebiet, aber es hängt damit zusammen. Und dann waren wir schon überall. Hey, was ist das denn? Das letzte Sternbild ist... Das kann doch nicht wahr sein. Hm. Wenn der Eintrag auf der Karte stimmt, befindet sich das letzte Sternbild auf dem Mond. Tatsächlich. Und Prinzessin Peach ist auch auf dem Mond. Sehr seltsam. Hm, das Problem ist nur, wie kommt man zum Mond? Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, aber... Ich kann versuchen herauszubekommen, wie man zum Mond gelangt. Es kann allerdings etwas dauern. Kommt bitte später wieder. Ich weiß halt nicht, wann später ist. Wir haben nochmal eine Mail erhalten. Items, wichtige. Sati, hey, hi Guy, hey Schnauzbart, echt cool, dass du meinen Doppelgänger entlarvt hast, danke, gut dabei. Naja, Stars wie ich sind an so einen Ärger schon gewöhnt, aber das kannst du dir sicher denken. Nicht easy, dass ein Normaler wie du sich in Gefahr begibt, um meinen Doppelgänger zu schnappen. Mein nächster Film wird Todd's Finger 2 sein. Bin gerade auf dem Weg nach Toton für die Außenaufnahmen. Stars haben es halt auch nicht leicht, Kumpel. Du bist wohl so eine Art Anführer, also merk dir, das Leben ist ein Kampf, also tu dein Bestes, um zu gewinnen.
Viel Erfolg, Stati, Original Superstar. Und trotzdem hat er ein Bild vom Zug drin. Wie viele Sterne, Insignien haben wir jetzt? 10, das heißt 3 Upgrades. Wen werden wir denn mal upgraden? Wer ist denn sinnvoll? Combrina, Bomber und Bartom können wir ja nicht mehr. Wir können 3 Leute upgraden, also Kupio, Barbara und Arona, würde ich sagen. Mit Schwindling wird allen Gegnern schwindelig, toll. Mit Ultrapanzer greift er alle Bodengegner. Zugleich mit Debewind schützt sie Marefa Attacken. Verwirrt sie alle Gegner, aber Barbara ist halt cool. Rangus auf Fuß. Auf Fuß. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Yep, Kupio als nächstes. Rangus auf Fuß, auf Fuß! Hihi. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Yep, so. Bleibt nur noch Arona und Nagarine und Arona machen wir kurz fertig. Rangus auf Fuß. Auf Fuß. Du darfst dich nun entfernen. Arona hat jetzt 35 KP, nice. Generell guck ich kurz mal. Du hast 25 KP, hast aber für einen Verteidigungspunkt 30, du hast auch 30, 40. Ja, damit ist, glaube ich, Bartom der Stärkste. Ich will als nächstes euch Barbara zeigen, wie sie sich versteckt hat, also. Ja. Ich weiß schon, wo es lang geht, allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es dafür wichtig ist. Wir werden auf jeden Fall dann nochmal nach rechts gehen. Bei... Ja. Dem hier, wie kann man das sagen? Hier in den Katakomben nach rechts jetzt einfach. Das hier. Ach, hier sind wir jetzt. Okay, dann schließt sich der Kreis. Dann haben wir, glaube ich, alles erkundet. Dann müssen wir noch den Duellkerker weiter erforschen. Scheint sich nicht zu öffnen. Ja. Ich gucke hier nochmal kurz an den Sternsplitter, weil das ist sehr auffällig eigentlich. Ich glaube, insgesamt gibt es noch 5 Insignien im ganzen Spiel, also... Naja, da müssen... Wir haben eine Insignie noch übrig und wir müssen Nagarine noch 2-mal upgraden. So, der einzige Weg ins neue Kapitel ist der hier. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das schon freigeschaltet habe. Hallo, da sind wir wieder bei Paper Mario 2. Vielleicht habt ihr das gehört, vielleicht auch nicht. Ich habe meine Kontrolle wieder angeschossen. Ja, Professor Gummow hat ja gesagt, dass er das noch herausfinden muss, aber wir können halt schon hier hin. Deswegen weiß ich nicht, ob das halt schon so getriggert ist, dass hier schon was passiert. Hör, kalt. Wo sind wir hier eigentlich? Und diese Szene gehört halt nicht zur Story, sondern das sagt sie, wenn man hier halt herkommt. Das heißt, es kann immer trotzdem noch sein, dass das hier nicht vorangeht. Deswegen gehe ich kurz nochmal zurück. Wir haben ja hier jetzt alles in... Alles ist jetzt richtig, wollte ich so sagen. Da wollte ich nicht rein. Komm. Lass mich. Danke. Wir gehen jetzt zurück zu Professor Gummow. Das wollte ich damit sagen. Und dann werden wir mal sehen, ob er irgendwas gefunden hat. Denn ich wüsste jetzt nicht, womit ich die Zeit hier vertreiben sollte.
Da 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 da. Okay, sorry. So, hoffentlich weiß Professor Gumpf jetzt mehr. Hört sich gut an. Und? Oh, ihr kommt genau richtig. Ich habe etwas gefunden. Es gibt eine Möglichkeit, auf den Mond zu gelangen. Geht nach Großfrostheim. Dort gibt es eine große Kanone, die ihr benutzen könnt. Wir fliegen also mit einer großen Kanone zum Mond? Genaueres kann ich euch auch nicht sagen. Es gibt Aufzeichnungen von einem Forscher, der Großfrostheim besucht hat. Sie besagen, dass mit dieser Kanone jeder jeden beliebigen Ort erreichen kann. Also auch den Mond. Und wo befindet sich dieses Großfrostheim? In den Katakomben soll es eine Röhre nach Großfrostheim geben, aber diese Röhre ist offensichtlich sehr gut versteckt. Nach meinen Informationen braucht man den Ultrahammer, um dorthin zu kommen. Den Ultrahammer? Den haben wir doch vorhin gefunden. Ach so, worauf wartet ihr dann noch? Benutzt den Hammer und findet einen Weg nach Großfrostheim. Gut, also auf nach Großfrostheim. Ach, eins noch. Die Bob-Oms, die in Großfrostheim leben, sind etwas mürrisch. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie euch nicht gestatten, die Kanone zu benutzen. Gebt also euer Bestes. Findet das letzte Stände weh und viel Glück. So, jetzt haben wir es getriggert. Dann geht's ab nach Großfrostheim. Achso, doch. Nee, ich gehe schon richtig. Ich habe gerade überlegt, ob ich richtig gehe. Aber es müsste alles korrekt sein. Flupp. Dann brauchen wir Bomber. Jetzt hätte ich beinahe einen ziemlich schrecklichen Bomberwitz gemacht. So, tauschen wir mal. Ach nee, wir brauchen erstmal Gumbrina wegen neuen Gegnern. So, und jetzt beginnt das 7. Kapitel. Kapitel 7. Der Weg zum Mond. Ja, genau, die Szene haben wir ja schon gehabt. So, und dann suchen wir mal Großfrostheim. Im Prinzip gibt es ja nur einen Weg eigentlich. Was heißt ja eigentlich, es gibt nur einen Weg. So, ich kontrolliere trotzdem die ganzen Bäume, weil das ist mir persönlich sehr wichtig und war da tatsächlich gerade, ja, eine Insignie und ich werde auf Steam angeschrieben. Da fehlt uns ja nur noch, vier, glaube ich. So. Da sind die schon down. So. Ich musste gerade zurückschreiben. Einfach damit er nicht sofort wieder off geht. Das ist ein Eisschnuffi. Eisschnuffi sind Schnuffis, die du in kalten Gegenden triffst. Weißt du, wie die neuen Angriffe 4 für deine neue? Sie greifen die Frontane oder mit kalten Winden. Die kalten Winde frieren uns ein, also solltest du ihnen so gut wie möglich ausweichen. Frontalangriffe gegen aufgeladene Eisschnuffis schaden dem Angreifer. Am besten benutzt du gegen die Eisschnuffis übrigens Feuerattacken. So, das war schon mal der erste Gegner. Damit haben wir 3 verschiedene Schnuffi-Arten. Aber soweit ich weiß, gibt es hier noch ein paar neue Gegner, die wir hier allerdings noch nicht sehen. Also noch gar nicht. Ich würde auch gerne die neuen Attacken zeigen, aber noch bietet sich nicht wirklich eine Gelegenheit, weil ich die Gegner noch scannen muss. So, bitte greif an. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir weh tut. Und wie es mir weh tut. Ah, so, überlegen. Austauschen. Dann können wir mal gucken, wie stark er runter geworden ist.
Oder auch nicht. Denn wir sind leider eingefroren. So, sie kann die Nebelwand für eine Weile schlagen, gegnerische Attacken eher fehlt. Den brauche ich eigentlich nicht vorzuzeigen. Gucken wir mal, wie viel Schaden sie jetzt macht. 6. Das heißt, sie hat einen guten... Angriffsschaden jetzt. So, Kumbrina wieder raus. Das ist ein Sternsplitter. Eigentlich gar nicht schwer versteckt. Und ihr seid neu. Taucht auch gleich zu dritt auf. Frostpiranha heißen sie. Das ist ein Frostpiranha. Frostpiranha sind eiskalte Piranha-Pflanzen. Meister Kapitel 10, Angriffsruf 5, Verteidigung 0. Ihr Biss lässt dich manchmal gefrieren, erlege sie also immer. Feuer selbst. Feuerattacken mögen diese Biester gar nicht. Das solltest du ausnutzen. Das werde ich auch, allerdings noch nicht jetzt. Dafür hole ich Barbara. Toll. So, du kannst dich selbst austauschen mit Barbara. Und dann sehen wir gleich, wie sie Schaden macht. Wir geben viel KP, Sternpunkte. 1, 2, 3, 4 sogar. So, Wilkos wirft einen Gegner Küsse zu und verwirrt sie dadurch. Greift alle Gegner mit Flammen an, setzt sie in Brand. Das ist ziemlich OP. Habe ich noch gar nicht gezeigt, glaube ich. Drücke dir den angezeigten Knopf im richtigen Moment. Nur 5. Hab mir mehr erhofft. Weil es ja ein bisschen Flamme ist. So, dann beende ich auch gleich den Part. Aber ich will noch kurz nach Großfrost sein, weil da gibt es einen Speicherpunkt. So, da sind wir auch gleich, allerdings nicht hier. Yay! Wir benutzen mal den Feuerzauber. Greift alle Gegner mit Flammen an, setzt sie in Brand. Drücke die angezeigten Knöpfe hintereinander. Achso, das ist schwer. Ja. Gleich mal gefailt. Ah, das war wieder so typisch. Der hier hat einen Schwirrwarr. Und ich schaff's es nicht zu timen. Depp, 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 depp. Was machen wir denn jetzt am besten? Ja, getimed, Gott sei Dank. Ich würde es auch gerne schaffen, den Kuster einzusetzen. Aber ich glaube, jetzt ist es hier eh. Ah. Viel zu viel los hier. So, dann machen wir mal den Wirkus. Wirft einen Gegner, Küsse zum verwirrt sie alle. Drücke A, sobald das Herz erscheint. Hä? Warum hat das bei dem eigentlich funktioniert? Voller Kontrollverlust. Dann machen wir den fertig. Ach, cool. Das ist mega praktisch bei so vielen Gegnern.
Gut, dann macht Mario jetzt den hier fertig und dann kann Barbara den vordersten fertig machen. Das ist ja mega praktisch. Und es, wir bekommen Level ab, Alter. Und wir gehen auf BP. Ich hätte auf ihn raufspringen sollen. Oh, der Part wird ganz schön lange gehen. Aber wir sind ziemlich stark geworden, das merkt man einfach. KP plus P Orden, ganz okay, nicht mein Geschmack und wir sind im Großfrosten angekommen. Großfrostheim. Hier ist noch nicht mal ein Speicherpunkt. Der ist woanders. Das ist also Großfrostheim. Und wo finden wir jetzt die Kanonen zum Mond? Vielleicht wissen ja die Dorfbewohner etwas. Ja, die werde ich im nächsten Part befragen. Übrigens, ich möchte jetzt erstmal hier den Sternsplitter aufsammeln. Nein, war ja hier nicht. Nein, nein. Hier war irgendwas. Ich... Mann! Ich bin auch zu neugierig gerade. Da, der Sternsplitter. Gut, Leute, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von diesem Part. Im nächsten Part werden wir dann die ganzen Bob-Oms befragen. Dieser Part ist ein bisschen länger geworden, als ich wollte. Und naja, egal. Vielen Dank fürs Ansehen. Bis dann. Tschüss.